Hallo und herzlich willkommen zu Shakes and Fidget. Ich sehe gerade, wir haben mal eben so, dadurch, dass wir gepennt haben und wir anscheinend immer noch pennen in der Stadtwache, 7 Millionen gemacht. Wäre das in der Realität machbar? Ich wäre dabei. Genau den richtigen Trank gekriegt. Yeah! Überspringen wir mal. Jo. Haben wir sehr schön. Können wir direkt den nächsten Kampf gegen die starten. So. Den Kampf, ja, kann ich mir eigentlich schenken. So. Schon wieder gewonnen. Ich gewinne immer. Es ist ein Gewinnglücksrad-Ding. Auch wenn ich nicht immer das kriege, was ich gerne möchte. So, ich habe gerade wieder einen Edelstein bekommen und stell gleich für den nächsten wieder an. So, dann habe ich das. Hier gehe ich ganz gut nach vorne. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn ich jedes Mal, wenn ich keinen Edelstein produziere, was ich ja vorhabe zurzeit, gehen meine Ressourcen sehr schnell runter. Aber das ist gar nicht so. Das geht eigentlich. Finde ich gut. Und zwar brauche ich ja Edelsteine, um meine Mitstreiter und mich selbst zu verbessern mit den, mit den Sachen, die da drin sind. Der ist ja auch nicht gerade der beste Stein. 330, 337, 397, 352. War, glaube ich, der jetzt der schlechteste. Zack, haben wir rein. Ja gut, das ist der schlechteste. Aber gut. Ja, hauen wir das mal rein. Zack. Und der ist zurzeit nicht aktiv. Da habe ich die anderen zurzeit. Und der ist unter einer Stunde. Okay. Oh, ja, geil. Nö. Will ihn nicht haben. Will ihn nicht haben. Nein. Licht. Dann nehmen wir noch Schatten. Und verlieren. Geil. Ja. Da waren zwar die Stufen hier, die Gesamtstufe, ein großer Unterschied, aber ja. Ja, der hat sie echt schnell wieder hochgeheilt. Dem mache ich irgendwie so überhaupt gar keinen Schaden zur Zeit mehr. Bei dem auch nicht? Was hat sich denn seit gestern geändert? Was soll das? Oh Mann. So, hier gucken wir mal. In 3 Tagen kann ich hier wieder. Oh. Oh. Ich habe schon vor Ablauf der Fertigung hier schon alles wieder. Ja, cool. Immer eben die Kämpfe durch. Ist ja Gott sei Dank noch etwas, was wir noch können. Ui. Ja, das können wir noch machen. Ja. In 3 Tagen kann ich dann dort wieder starten. Und zwar haben wir dann 25 und bauen dann auf 26 aus. Das ist gut. Okay, hier haben wir geguckt. Hier haben wir Lucky Lucky gemacht. Das hört sich hier aktiv an. Ah, ja. Ja. Hier müssen wir ein bisschen was ausbauen. So. Und dann können wir hier jetzt durchstarten. Okay, welche Aufgabe haben wir? Dreimal Gegenstand beim Schmied zerlegen. Das heißt, wir brauchen erstmal. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir brauchen erstmal generell 3 Gegenstände. Guten Morgen. Guten Morgen. Die wir generell zerstören können. Hallo. Hallo. Nice to meet you. Ich habe einige interessante Aufträge für. Ja. Wir brauchen Gegenstände. Da haben wir Gegenstand. Sehr schön. 2. Jetzt haben wir 2. 356. Guten Morgen. Guten Morgen. Holla, du Bauerntölpel. Bauerntölpel? Hallo. Kannst du mich mal kreuzweise. Assi. Fappel. Bauerntölpel. Ah, der gibt 5 Mille. Ach, das ist scheiße. Ich muss noch ein anderes finden. Ist dann machen wir das jetzt nicht da rein. Blablabla. Blablabla.
Machen wir auch nicht da. Ne? Ja. Wir brauchen noch einen anderen Gegenstand. Guten Morgen. Guten Morgen. Du siehst irgendwie so gar nicht abenteuerlustig aus im Moment. Vielleicht solltest du dir mal ein Bierchen gönnen oder morgen wiederkommen. Was tun wir? Kommen wir morgen wieder? Nein, was wir kommen nicht schon morgen Feierabend? Wieder. Feierabend? Sagt der, der besoffen da sitzt, oder was? Reden. Ah ja, da haben wir Gegenstand. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Ja, für ein Abenteuer, war klar. Gandalf. Ach ja, nee, warte, das ist ja nicht Gandalf, das ist nur Gandalf. Ich meine, das ist nicht... In den Kessel. Ich schaue ja schon in den Kessel, nur bringt's mir nichts. Zack. Wieder geschafft, sehr schön. Wie sieht's denn hier aus? 62 von 80 Archivements. Wie weit bin ich denn mit den ganzen... Das dauert jetzt nur noch bis morgen, so mit Stufe 400. Wisst ihr, das mache ich jetzt eben mal so. Alle Pets finden, ja, das kann ich nicht wegen den schönen Dungeons. Da bin ich noch nicht ganz so schnell. Alle vorherigen, ja, ja. Ehrwürdige Zaubererschule, ja, ja. Dauerschleife der Idole bezwingen, ja, klar. Den entschiedenen Schlagköpfe. Mine und Grube je auf Stufe 50 ausbauen, da bin ich jetzt generell gemeinsam erst auf 55. Ja, das wird noch, ja, je nach Ausbau dauert das ja auch ziemlich lange immer. Das sind immer 15 Tage. Kann noch bis nächstes Jahr dauern. Wenn ich mir das so recht überlege. Das sind ja 45 Stufen. Mal. Beziehungsweise, mal 15. Dann hast du die Tage, die Zeit generell gebraucht wird, um das. Und dann durch 2, weil es 2 Gebäuden sind. Und dann hat man das Ergebnis, wie lange das dauern kann mit dem Bau. Aber man muss ja auch immer mit bedenken, man braucht ja auch immer erst die Rohstoffe, ne? Ist also nicht ganz so einfach. 100 geheime Aufträge, da haben wir ja eben einen abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen noch 26. Das heißt, wenn ich gut wäre, hätte ich das innerhalb von einem Monat fertig. Aber ich mache nicht jeden Auftrag. Wenn es Pilze erfordert oder sonst irgendwas, was ich gerade nicht habe oder nicht kann, ne? Funktioniert das halt leider nicht. So, und da sind wir ja ganz knapp schon wieder. Das ist ja auch schon fast wieder fertig. Aber ich denke mal, die Entwickler werden dann noch welche da hinzupacken, dass man noch mehr Runen sammeln muss. So ein Runen-Großmeister und Runen-Gott oder sowas wird auf jeden Fall noch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Öffne alle Türchen im Advents, ja gut, das, ne? Jetzt kommt erst der Sommer, da kann ich das jetzt nicht so wirklich. Beziehungsweise die nördischen Götter. Ich weiß ja nicht. Ich finde das, ja, das kann ja auch nicht Schattenwelt halt, ne? Das ist, da bin ich auch noch nicht stark genug für. Jo. Okay, haben wir dann. Haben wir? Das Schicksals erwartet dich. Das ist das Glücksrad, nicht das Schicksalsrad. Völlig auf falschen Dampfer, Junge. Okay, gucken wir aber auch mal, ich bin auf Stufe 260. Es gibt doch bestimmt irgendeinen, der jetzt mittlerweile inaktiv geworden ist, der nicht so stark ist wie ich, aber die haben alle übelst viel Leben. Übelst viel Leben. Also, okay, der geht eigentlich. Versuchen wir den mal. Ich will auch so einen Stab haben, der ist ja geil. Ding, 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 ding. Das ist ja wie Weihnachten. Speichern. Wir haben gewonnen. Wow. Ich meine, jo, alles klar. Alles gut.
Ne? Ehre, gucken wir mal. Ganz dicht mit meinem Mitglied hier, ist auch nicht schlecht. Gilde, da sind wir zurzeit auf Platz 13. Ich suche zurzeit die Möglichkeit, eigentlich gegen Teams zu kämpfen, die eigentlich schwächer sind, aber über uns sind. Das Problem ist, dass allein das Irrenhaus, das macht uns ja schon platt. Daher schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Die sind mit vollen Mitgliedern, die haben ordentlich Punkte und alles und die können ihr Problem und so weiter anhäufen. Ist halt eine Herausforderung. So, Festung, wo stehe ich da zurzeit? 554. Ich glaube, da bin ich ein paar hochgerutscht. Zwei oder drei, glaube ich, so. Pets. Oh, da bin ich aber ganz schön weit unten. Aber das ist okay. Nicht schlimm. Stört mich nicht. 154, da bin ich aber auch ein bisschen nach oben gerutscht, oder? Ich glaube, ich bin einen nach oben gerutscht oder so. War ich nicht bei 513 oder so? Wieso ist Philo da oben? Der hat doch die gleiche Ehre. Das ist uncool. Ich will auch da hoch. Philo, schmeiß mal ein Seil runter. Ich zerhangel mich mal da hoch so. Ehrlich. Ich will schon wieder auf Flimmerkiste drücken. Ich bin jetzt zurzeit total auf Flimmerkiste aus. Die ganze Zeit immer am Klicken, wenn ich die sehe. Ah, was haben wir hier? Das ist gleich fertig. Das ist gleich fertig. Das ist gleich. Das ist fertig. Okay, cool. Hat aber nichts gebracht. Kann immer noch nicht kaufen. Ihr müsst mehr Kohle hier abwerfen. Das ist ja furchtbar. Nee, also ich hab. Ach, ich hab die auf den 100er noch. Hoppala. So, ab einer gewissen Zeit gehe ich ja immer auf mal 25. Das heißt 25 Stufen gleichzeitig kaufen und nicht mehr 100, wenn es so stockend ist. Und baue dann hier die unten aus, damit die mir ordentlich Kohle geben. Aber das dauert ja immer, bis die dann so weit sind. Ja, zurzeit hänge ich hier auch ein bisschen. Aber das ist ja okay. Ich gehe ansonsten auch ganz fix. Hallo? Jo. Dann müssen wir Guten noch Morgen. Würfelspiel spielen. Stimmt, wir müssen ja noch das Würfelspiel spielen. Gibt's da irgendwas, was ich unbedingt schon ha. Oh ja, das und das, ne? Das wär's. Da die. Glückwunsch. Ja, komm, nehmen wir. Ich will aber trotzdem noch mal würfeln. So ein Pech. Ja, so ein Pech, ja. Aber einmal, alle Stunde. Und hier kann man umschwenken zu dem. Theoretisch, also. Voll die Augen. Entschuldigung, ich alber gerne rum. Nein, ich meine, ich bin voll professionell. Was So. brauchst du? Was ich brauche. Och, jo, das wäre ein Controller, damit ich weiter Rocket League spielen kann. Ich habe schon seit 2 Monaten nicht mehr gespielt. Nein, also, wir haben noch Kohle. Also, wir haben nichts gebraucht. Wir haben's. Okay, ich denke aber, das war's jetzt auch erstmal wieder. Es ist jetzt nichts Spannendes oder so passiert, außer dass ich gemerkt habe, dass meine Tränke fast leer gehen. Wir tatsächlich in der Ehrenhalle hier ein Stückchen hochgerutscht sind. Ich war hier irgendwo, hier so 68 oder so. Also am Wochenende war ich auf jeden Fall runter und jetzt bin ich anscheinend wieder hochgerutscht. Obwohl ich jetzt gerade mal am Wochenende 2 Kämpfe gemacht habe. Höchstens. Ich meine, ich war so hoch runter hin und her Hast du Lust, gerutscht. meine Schicht zu übernehmen?
Jo, bis heute Abend aber nur. Und dann übernehme ich wieder deine Schicht, weil ich wieder Kohle kriege. Auch wenn in der Woche nicht so viel Kohle gibt wie am Wochenende, ne? In der Woche ist echt mau. Also, deswegen kann man auch ruhig bei der Wache pennen. Kann man ruhig schlafen. Tschüss. Das stört keinen. Und es fällt auch keinem auf. So, ich überlege gerade. Ach, was haben wir? Wie sieht er denn aus mit dem 13? Und wie viel brauche ich? 18, 7. Ah, das ist immer noch nicht so weit. Deswegen habe ich auch versucht, darauf zu würfeln eigentlich, aber es hat auch nicht geklappt. Na gut, aber das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wieder ein Update von meinem Charakter zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund und wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr so zockt, beziehungsweise was für einen Server zockt ihr, wie weit seid ihr. Und gerne auch das Video mal teilen. Und wenn es euch wirklich gefallen hat und ihr noch nicht habt, abonnieren, das wäre echt toll. Supportet mich gerne mal, wenn euch meine Videos gefallen, beziehungsweise wenn ihr euch die gerne reinzieht. Ich werde weiterhin jetzt weiter App beziehungsweise Spielvorstellungen jeglicher Art, die, sagen wir mal so, meistens kostenlos sind, vorstellen, damit man auch sieht, ey, es gibt auch kostenlose gute Spiele oder es gibt auch etwas, was vielleicht mich interessiert, weil ich auch Sachen spiele, wo ich eher sage so, es ist nicht ganz meins, aber es wirkt gut, stabil, unterhaltsam, aber es, ne? Ich versuche eben halt viel unter einen Hut zu bringen. Und wenn euch das interessiert, guckt auch gerne mal in die Playlist Spielevorstellung bei mir rein. Da habe ich schon über, das glaube ich jetzt schon 50 oder mehr Videos bzw. Spiele vorgestellt. Ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss!